Der Freitag ist ein total komischer Tag. Ja, ein Mann stirbt. Und das kann eine gewisse Schwere haben, eine Stimmung der Beerdigung. Das kann uns auch bedrücken. Aber es stirbt ja nicht irgendein Mann. Es stirbt ja der Sohn Gottes für uns, Jesus Christus. Und jetzt ist die Frage, wie stehst du denn zu ihm? Wenn Jesus ein Mann war, den du auch so ganz nett fandest, und das war es dann auch, dann ist das für dich sicher heute ein echt trauriger Tag, weil irgendwie ein guter Freund, ein Wegbegleiter stirbt und wir gedenken seiner. Wenn du dich allerdings auch dazu hältst und sagst, das war Gottes Sohn, er ist für mich gestorben, dann hoffe ich, dass auch Freude und Dankbarkeit dich durchströmen. Und genau in dieser Spanne, in der stehen wir, voll und ganz, an diesem heutigen Tag. Die Trauer auf der einen Seite und die Schwere und die Freude und Dankbarkeit auf der anderen Seite. Und wir stehen mittendrin. Ja, nicht nur wir, sondern auch Jesus steht genau da mittendrin. Es ist beides. Ein Tag voll Trauer und ein Tag voll Freude. Es ist ein Tag der absoluten Extremen. Ein Tag des Sehens, aber auch des Nichtverstehens. Ich sehe und ich nehme wahr, was Jesus getan hat. Aber begreifen, wirklich verstehen, das kann ich nicht. Es übersteigt meine absolute Vorstellungskraft. An Karfreitag kommt es mir so vor, dass es wirklich einfacher ist, an den Osterhasen zu glauben, der irgendwelche Eier verteilt, als einen Mann, an einen Sohn Gottes, der für mich am Kreuz gestorben ist. Das braucht schon einen großen Glauben, der schuldlos ans Kreuz gegangen ist für mich und auch für dich. Es ist ein Tag der Extreme, aber Jesus ist eben auch extrem. Und er hängt mittendrin. Mittendrin zwischen Freude und Trauer, zwischen Schuld und Vergebung, zwischen dem Verlorensein und dem Gerettetwerden, zwischen Sünde und Gnade, vielleicht auch ganz einfach ausgedrückt, zwischen Mensch und Gott. Und all das verbindet dieser Jesus. Ich glaube nicht, dass wir es mit unserem Verstand wirklich begreifen und verstehen können. Aber genau das geht jedem Menschen so. Viele Menschen haben versucht, das in ein Bild hineinzupacken, um das deutlicher zu machen. Oder sogar einen ganzen Film daraus gemacht. Texte und Bücher geschrieben, um das zu erklären, was an Karfreitag passiert ist und was wir eigentlich feiern. Auch in der Bibel finden wir eine Passage, wo genau das auch versucht wurde zu erklären. Epheser 1 ab Vers 3. Gleich der erste Satz ist ein ganz wesentlicher. Denn wir gehören zu Christus. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Das geschieht zum Lob seiner Herrlichkeit, die hat er uns durch den geschenkt, den er liebt, Jesus Christus. Weil wir zu ihm gehören, schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade. Dieser wunderbare Text hat eine ganz Besonderheit, denn sie zeigt Gottes Perspektive auf das, was heute hier passiert.
Wir lesen von Gottes Blick auf Karfreitag, auf den Kreuzestod. Und das ist zugleich auch eine Begründung, eine Erklärung für das alles. Und alles fängt damit an, denn wir gehören zu Jesus Christus. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Alles, was passiert, hat einen Zweck. Der Zweck und der Grund, ja, das bist du. Das bin ich. Du gehörst zu Christus. Ob du das für dich schon festgehalten und auch so selbst entschieden hast, ist eine ganz andere Frage. Aber von Gott aus gehörst du zu ihm. Schon lange bevor du überhaupt geboren wurdest, als er die Welt erschaffen hat, hat er schon sein klares Ja zu dir gegeben. Er hat gesagt, ich möchte, dass du in meiner Gemeinschaft bist, dass du in meinem Team, in meiner großen Familie bist, dass du in meiner Nähe bist. Gott hat Ja zu dir gesagt, weil er dich will. Was an Karfreitag passiert, das passiert also auch für dich. Das hat mit dir zu tun. Dieses Ja von Gott kann jetzt ganz unterschiedliche Dinge bei dir auslösen oder auch bei mir. Ich höre das an mancher Stelle wirklich sehr ungläubig. Wirklich? Will er mich wirklich so, wie ich bin? Irgendwie kann ich mir das an mancher Stelle definitiv nicht vorstellen. Dass ich es überhaupt wert bin. Dass ein Gott mit mir Gemeinschaft haben will. An einem anderen Tag macht mir das aber auch Druck. Gott hat sein Ja zu mir gesagt. Und jetzt steht eine Antwort aus. Alle, die verheiratet sind und dem Partner einen Antrag gemacht haben, die wissen das. Du stellst jemanden die Frage und wartest auf die Antwort. Das kann Druck machen. Und wenn ich dann Ja sage, dann bedeutet das ja auch, dass ich danach handle. Dass ich vielleicht mein Leben verändere, dass ich ihn an eine ganz besondere Stelle in meinem Leben setze. Und auch gibt es Tage, ganz ehrlich, da ist mir das Ja von Gott egal, weil es irgendwie wichtigere Dinge anscheinend gibt. Aber ganz gleich, das Ja von Gott steht. Und so erlebe ich es am häufigsten, dass es mich wirklich trifft. Dass es mich ehrt, dass er mir meinen Wert gibt. Dieser große Gott will von Herzen mit mir Gemeinschaft haben, ganz wirklich, jeden Tag. Dass du und ich noch keinen Atemzug gemacht, hat er das für sich schon festgelegt und entschieden. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Was sich dieser Gott wünscht, ist eine Beziehung. Kein, weil du es musst, sondern wirklich in diese Gemeinschaft freiwillig auch hineinzugehen. Und das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt wird es, wie in jeder Beziehung auch, halt mal schwierig. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe. Und genau an dieser Stelle ist einfach genau der Bruch da. Wer von uns ist denn schon makellos? Wer von uns ist denn schon wirklich heilig? Einen Makel zu haben in der heutigen Gesellschaft, wo Perfektionismus weit oben steht, ist ein absolutes Ausschlusskriterium. Produkte und Waren werden ganz, ganz schnell als zweite Wahl markiert, billiger verkauft, ja an mancher Stelle sogar schnell entsorgt und weggeworfen, dass ja nichts Unperfektes aus der Fabrik rausrollt. Die Schokolade, der ein bisschen der Glanz fehlt. Das Brötchen, das etwas zu klein ist. Oder das Gemüse, das eben nicht mehr den allerfrischesten Eindruck macht. Makel. Zweite Wahl. Was wäre, wenn Gott genauso auch verfahren würde mit uns? Wenn wir einen Makel haben und er sortiert uns aus, dann wären wir hier alle nicht da. Dann wäre der Saal leer.
Aber Gott macht das eben nicht so. Kein Mensch ist ohne einen Makel. Wir sehen es selbst an uns. Allein an einem Schnitt, der entsprechend verheilt ist und wir haben vielleicht noch eine Narbe davon. Vielleicht auch an unserem Körper, der abgearbeitet ist. Von der Seele, die so manche Verletzungen hat, brauche ich erst gar nicht von zu reden. Wir sind bestenfalls, wenn man das alles zusammennimmt, zweite Wahl. Und trotzdem will Gott dich und mich haben. Und dann war ja da noch das andere. Heilig sollen wir sein. Kein Mensch ist heilig. Also er steht permanent in der Verbindung mit Gott. Hat sein ganzes Leben permanent auf Gott ausgerichtet. Hört immer auf Gottes Willen. Nimmt sich selbst immer zurück. Das ist heilig. Das ist kein Mensch. Wir schauen doch eher mal auf uns selbst. Wir gehen doch selber mal auch den eigenen Weg. Lassen mal die Gedanken Gottes außen vor. Wir wollen doch selbst auch unser Herr von unserem Leben sein. Makellos und heilig. Ausschlusskriterien für eine Gemeinschaft mit Gott. Und es scheint ein absoluter Widerspruch zu sein, wenn Gott sagt, mit dir will ich Gemeinschaft haben. Aber genau an dieser Stelle trifft eben das Menschliche auf das Göttliche. Und wie ist das jetzt vereinbar? Und genau an dieser Stelle schickt Gott seinen Sohn Jesus Christus. Man könnte sagen, er soll das Ganze ausbügeln. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Gott war klar, dass wir es nicht schaffen können, auch weil er uns einen eigenen Willen gegeben hat. Für Gott war klar, so sehr ich mich auch bemühe, ich werde es nicht schaffen, immer die richtige Entscheidung zu treffen, keinen Fehler zu machen, mich selbst so sehr zu optimieren, dass ich in Gottes Augen würdig bin. Es wird nicht reichen. Und alle Religionen, die das erzählen, es liegt nur an dir. Du kannst das alleine schaffen. Und du bist selber dafür verantwortlich, welchen Platz du im Himmel hast. Die lügen dich an. Der Gott, auf den Jesus hinweist, ist eben hier ganz anders. Denn er weiß, seine Menschen, seine geliebten Menschen, die schaffen es einfach nicht. So ist Jesus Christus der einzige Weg. Und den hat Gott geschickt. Jesus kam auf diese Welt, um diesen Weg zu Gott zu ebnen, um ihn aufzuzeigen. Er ist derjenige, der permanent diese Einladung ausspricht. Dir spricht er diese Einladung aus. Komm, folge mir nach, lass uns gemeinsam zum Vater gehen. Er ist es, der Gott, der Mensch geworden ist und diesen Weg dann auch ermöglicht. Nur so geht es. Aber jetzt sind wir immer noch nicht makellos und auch immer noch nicht heilig. Wir sind und bleiben Menschen. Das bleibt einfach in uns. Und immer wieder werden wir in unserem Leben Fehler machen, falsche Lebensentscheidungen treffen und selbst in unserem Alltag, da bauen wir auch Mist. Und das nennt die Bibel Sünde. Eine tolle Erklärung dafür ist wirklich die Zielverfehlung, vorbeizuschießen am Ziel, das Gott für uns hat, ein Leben mit ihm. Und das ist einfach ganz menschlich. Es ist nichts Besonderes, es ist nichts irgendwas, was nur einer bestimmten Gruppe gehört. So schwer es uns auch fällt, die Sünde, das Getrenntsein von Gott gehört zu uns Menschen dazu. Genau dafür ist Jesus Christus gestorben. Schwere und gleichzeitig auch die Freude darüber, damit wir befreit werden davon, damit wir immer wieder losgelöst werden von dem, was uns das Leben so schwer macht. Diese Sünde, die haftet an uns. Sie wird unser ganzes Leben lang begleiten. Und Jesus Christus sagt immer wieder, komm her, leg alles nieder, leg's am Kreuz nieder, dir ist vergeben. Und für einen Moment bist du heilig und makellos.
Und immer wieder darfst du ans Kreuz kommen und diese Vergebung in Anspruch nehmen. Er entlastet dich. Er nimmt es dir ab. Er vergibt dir die Schuld, die am Kreuz für dich schon alles bezahlt wurde. So wird an Karfreitag nicht nur der Wille Gottes für dich erkennbar, dass er mit dir Gemeinschaft haben will, sondern auch diese unfassbar große und unerschöpfliche Gnade, die er für dich bereithält. Das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade. Die hat er uns durch den geschenkt, den er liebt, weil wir zu ihm gehören. Schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade. So ist Karfreitag wirklich ein Fest der Gnade und auch der Freude, weil Jesus dir diesen Weg in die Gemeinschaft mit Gott gezeigt und ermöglicht hat. Ja, es ist schrecklich, wie und dass er gestorben ist. Aber es zeigt dir auch, wie viel du ihm bedeutest und welche große Liebe Jesus für dich ganz persönlich empfindet. Freiwillig, aus voller Überzeugung, aus eigenem Willen, ist Jesus diesen Weg für dich gegangen. Es war sein Wille. Auch sein Ja wird für dich am Kreuz sichtbar und ganz, ganz laut. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keine Alternative. Es gibt auch keine Abkürzung. Das ist der einzige Weg. Die Liebe Gottes und die Liebe von Jesus Christus wird heute an diesem besonderen Tag auf unbegreifliche Art und Weise für uns deutlich. Vielleicht verstehst du es, vielleicht spürst du es aber auch ganz bewusst in deinem Herzen, denn da soll es auch ankommen. Und zugleich macht es uns aber auch bewusst und auch wieder sensibel, dass die Zielverfehlungen in unserem Leben eben nicht nur Kleinigkeiten sind. Es sind nicht nur Peanuts, über die man so schnell hinwegwischen kann, sondern schwerwiegende Folgen. Dass der Sohn Gottes dafür gestorben ist. Dass er mit seinem Leben dafür bezahlt hat. Machen wir die Sünde, das, was uns von Gott trennt und uns immer wieder auch wegführt, machen wir das klein, so machen wir auch die Liebe klein und die Gnade, die am Kreuz einfach da ausstrahlt. Karfreitag. Es ist ein Tag der Extremen. Und Jesus hängt mittendrin. Freude und Trauer, Schuld und Vergebung, Verlorensein und Rettung, Schuld und Freispruch, Sünde und Gnade, Mensch und Gott. Und Jesus? Jesus verbindet all das. Ich schließe mit einem sehr bekannten Vers aus Johannes 3, der Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.